Herzlich willkommen, liebe Grillgemeinde, heute zu einer neuen Folge mit Feuer und Flamme mit Thorsten und Diego. Heute mit Zwiebelfleisch nach Ossi-Art. Freut euch drauf! Heute gibt es Zwiebelfleisch nach Ossi-Art und wenn ihr fragt, warum wir zwei Partner so ein Ossi-Gericht machen, ganz einfach. Die Kerstin hat uns angeschrieben und hat gesagt, Jungs, könnt ihr nicht Zwiebelfleisch nach Ossi-Art machen? Und dem Wunsch kommen wir natürlich nach und dementsprechend gibt es heute Zwiebelfleisch nach Ossi-Art. Als erstes beginnen wir mal mit den Zutaten. Wir haben hier 2,4 Kilogramm Rinderschulter, wir haben 6 Gemüsezwiebeln, wir haben eine halbe Knoblauchzehe, wir haben Tomatenmark, dunkles Bier, Rinderbrühe, Lorbeerblätter. Dann haben wir Kümmel, Paprika, Salz und Pfeffer. Und das sind alle Zutaten, mehr brauchen wir nicht für dieses tolle Gericht. So, bevor wir loslegen natürlich, brauchen wir erst was zum Trinken, eine kleine Stärkung. Und wenn ihr euch fragt, wie wir mit Rückmeldungen umgehen, die fließen natürlich in unsere Verbesserungen ein. Wir wollen auch stetig besser werden. Hier liebe Grüße an das Hundesalon Berry nach Baden-Baden. Hört mal, der Tisch quietscht nicht mehr. Da gab es auch schon mehrere Rückmeldungen, nicht nur bei mir, auch beim Diego, zu diesem quietschenden Tisch. Aber wir sagen einfach, wir kochen und grillen, wie es einfach im Alltagsgebrauch ist und dann gehört auch so ein quietschender Tisch dazu, aber ihr seht, Karamba hilft und alles ist jetzt gut. So Diego, zum Wohl. Der erste Schritt bei der Zwiebelfleisch nach Ossi-Art ist das Rindfleisch klein zu schneiden. Wir haben hier 2,4 Kilogramm Rinderschulter und wir machen es schön in große Brocken. Große Brocken deshalb, da durch die lange Garzeit nachher von 3 Stunden in einem Schmortopf im Dutch Oven das Fleisch zusammengeht und wenn man dann zu klein hat, dann hat man zu kleine Brocken. Ihr seht, ich habe hier jetzt dickere Streifen und schneide jetzt einfach so in solche Brocken das Ganze zusammen. Jetzt haben wir das komplette Rindfleisch, die Rinderschulter geschnitten, in große Stückchen. Wir bereiten jetzt den Ofen vor, den Dutch Ofen auf dem Grill, erhitzen ihn und kommen dann sobald wieder zurück. Der Dutch Ofen ist nun vorgeheizt. Wir haben noch etwas Butterschmalz mit reingemacht und wir beginnen jetzt die Rindfleischstücke hier drin anzubraten. Das Ganze machen wir auf 2-mal, dass eben jedes Stück genügend Platz drin hat, um auch hier Röcharomen zu erhalten. Während nun das Fleisch weiterhin drin am Anbraten ist, bereiten wir schon mal die Zwiebeln vor. Die Zwiebeln schneiden wir in Ringe, die 2-3 mm stark sind. Und so machen wir es jetzt mit allen 6 Zwiebeln. Das Fleisch ist nun fertig angebraten. Wir haben jetzt die 6 Zwiebeln in Scheiben geschnitten. Auch die 4 Knoblauchzehen haben wir schon in Scheiben geschnitten. Und der nächste Schritt, den wir jetzt machen, sind die Zwiebeln anzubraten. Dafür tun wir die Zwiebeln in den Dutch Oven, in das Bratenfleisch, das sich gegeben hat, rein. Verteilen das Ganze etwas und machen als erstes mal den Grill zu und lassen das Ganze mal richtig schön anbraten. Wenn ihr weitere Themen habt, was eure Wunschrezepte sind, wo wir grillen sollen, dann meldet euch. Ich hatte gestern einen Kollegen, der beim Ski-Akku-Konzert mich angesprochen hat und gesagt, ey, voll geil, was Diego und du machen. Hier nochmal Grüße an dich. Und er hat einen Wunsch geäußert mit Rouladen. Auch dem werden wir nachkommen und demnächst grillen. Da traut euch gern, uns anzusprechen, anzuschreiben, wenn ihr Wunschgerichte habt. Dem kommen wir gerne nach. Wir melden uns wieder, wenn die Zwiebeln angebraten sind. Liebe Grillfreunde, die Zwiebeln sind nun schön goldbraun. Wir machen weiter mit den nächsten Schritten.
nehmen die 4 geschnittenen Knoblauchzehen hinzu, lassen diese auch kurz anbraten. Dann mache ich eine schöne Kuhle. Dann kommen 3 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Den Tomatenmark lassen wir jetzt auch etwas anbraten, lassen ihn karamellisieren im Topf. Wenn dann alles vermischt ist, machen wir weiter mit dem Fleisch. Ihr seht auch hier schön Bratenfleisch und Bratensaft, der sich gebildet hat. Und jetzt tun wir das Ganze wieder zusammenführen. Und natürlich auch der Bratensaft, der im Behälter ist, den führen wir mit hinzu, vermischen wieder alles. Als nächsten Schritt kommt das Schwarzbier. Das Schwarzbier hat eine gewisse Würze, die dem Gericht separaten, wundervollen Geschmack bringt. Rinderbrühe, dann 2 Lorbeerblätter, dann haben wir 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Paprika und zum Abschluss noch etwas Salz und Pfeffer. Und nochmal vermischen. Diego macht jetzt den Deckel drauf. Wir drehen die Temperatur zurück und lassen jetzt das Ganze 3 Stunden leicht köcheln. Ich denke mal, bei mir langt 2 Flammen mit Halbgas direkt unter den Topf. Und in 3 Stunden sehen wir uns wieder. Wir schauen zwischendrin immer mal wieder nach der Flüssigkeit. Und soll die Flüssigkeit fehlen, machen wir noch mal etwas Rinderbrühe hinzu, da nichts anbrennt. Bis später. 3 Stunden Grillzeit sind vorbei. Wir haben nach 1 und nach 2 Stunden jeweils den Deckel gelupft und haben geschaut nach der Flüssigkeit, aber es war genügend Flüssigkeit drin. Und jetzt schauen wir nach 3 Stunden leicht köchelnder Temperatur nach dem Inhalt unseres Zwiebelfleisch à la Ossi-Art. Und ihr seht hier, leicht köchelnd und genügend Flüssigkeit noch. Wenn wir die Flüssigkeit, die drin ist, anschauen, hat sie schon richtig angezogen, so wie eine Soße dann sein muss. Die Soße, wenn sie zu flüssig sein sollte, kann man nochmal mit Mehl binden, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Und ihr seht auch, wie die Zwiebeln richtig eingekocht sind und der Duft mit einer kräftigen Nuance, wie eine Bratensoße, natürlich und lecker. Und das Fleisch richtig zart, das kann man gerade mit der Gabel zerdrücken, da braucht man kein Messer. Und Vorsicht, heiß. Sehr gelungen. Geschmacklich, würzig, merkt man das dunkle Bier noch raus, den Geschmack der Zwiebeln. Also für mich ein absolutes Genussgrillen, absolut top. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Gefällt mir-Button, um immer aktuell zu sein. Drückt auf die Glocke, folgt uns und wie gesagt, wenn ihr weitere Vorschläge habt oder irgendwas unbedingt gegrillt haben wollt, dann teilt uns das mit und wir nehmen das gerne in unser Portfolio mit rein. Wir sagen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit mit Feuer und Flamme, mit Thorsten und Diego. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is